Netflix und Crunchyroll blamieren sich. Durch diesen Skandal bekommen sie auf jeden Fall viel Ärger aus Japan. Aber es gibt auch gute Nachrichten bei Netflix. So schnappen sie sich trotz allem neue Anime. Eine beliebte Action-Romance-Serie stoppt einfach mitten in der Ausstrahlung und diesmal ist nicht Disney Plus schuld, aber auch Klassiker-Fans kommen auf ihre Kosten. So erscheinen alte Anime bald in Top-Qualität mit deutscher Synchro bei uns auf Disc. Das alles und noch viel mehr hier in den Anime-News. Denn es ist mal wieder Dienstag, 15 Uhr und so gehen wir die Nachrichten der Woche durch. Wenn du die nicht verpassen willst, dann vergiss nicht zu abonnieren. Mein Ziel sind 170.000 Abonnenten. Wäre super, wenn du mit dabei wärst. Los geht's mit einer Hammer-Fortsetzung. So erhält Danmachi Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon eine 5. Staffel. Da wissen wir nun, wann genau es weitergeht und zwar diesen Herbst ab dem 4. Oktober. Dann tauchen wir ab in den Untergrund, um wieder einige starke Monster hops zu nehmen. Streamen kann man Staffel 1 und 2 bei Prime und für 3 und 4 braucht man das Zusatzabo Universe. Hol sie unbedingt noch nach, ist Hammer. Und dann haben wir noch mehr Fortsetzungen und zwar einmal MF Ghost, den ich immer falsch ausspreche. Ich sage immer aus irgendwelchen Gründen MV Ghost, aber es heißt MF Ghost und ich bin ganz ehrlich, ich wollte den eigentlich gar nicht besprechen, aber ich habe den jetzt erst vor kurzem nachgeholt. Ich muss nur noch eine Folge schauen. Ich habe irgendwie 6 Folgen an einem Tag geschaut und Mann, macht der einfach Spaß. Mann, ist der einfach spannend. Schaut da unbedingt mal rein. Man muss auch nicht Initial D vorher schauen. Es ist in gewisser Weise die Fortsetzung, ist aber mit neuen Charakteren, also man muss wirklich nicht Initial D vorher gesehen haben. Soll jetzt mit der 2. Staffel am 6. Oktober weitergehen. Dann natürlich wieder bei Crunchyroll, wo man auch die 1. Staffel streamen kann. Deutlich bekannter ist sicherlich Dr. Stone. Da geht es ja in den letzten Arc über in der Anime-Adaption und zwar genannt Science Future. Da wurde jetzt bekannt, dass der über 9 Monate laufen soll. Es gibt aber immer auch Pausen zwischen den jeweiligen Cores, also immer so 3 Monate werden ausgestrahlt, dann gibt es wieder eine Pause. Und wir wissen jetzt auch, wann es ungefähr losgeht und zwar im nächsten Jahr. Dann natürlich wieder bei Crunchyroll, wo man auch die vorherigen Staffeln streamen kann. Jetzt gibt es neue Infos zu The One Piece, also dem One Piece Remake. Da haben wir die Verantwortlichen bekommen. Ich will jetzt nicht alle Personen durchgehen, aber der Director, der ist doch recht interessant. Und zwar Masashi Koizuka. Der ist zum Beispiel bekannt als Director von Attack on Titan. Also, das könnte auf jeden Fall im Action-Bereich sehr gut werden. Dann wurden auch noch Konzeptzeichnungen veröffentlicht, aber wie gesagt, es sind natürlich nur Konzeptzeichnungen, das heißt im finalen Produkt sieht das Ganze ein bisschen anders aus, logischerweise. Und auch Oda hat sich dazu geäußert und gesagt, jo, die sollen sich ein bisschen Freiheiten nehmen, beziehungsweise sie müssen nicht alles 1:1 adaptieren. Was aber eigentlich logisch bei einem Anime ist, weil du kannst nicht einfach die Bilder kolorieren und fertig. Ein bisschen Freiheiten muss man sich immer bei einer Adaption nehmen. Aber ja, das sind die Infos zu The One Piece. Wann das Ganze losgeht, wissen wir noch nicht, aber man ist jetzt so langsam in den Startlöchern, würde ich sagen. Außerdem wollte ich noch kurz mal über das Remake zu Spies and Wolf reden mit dem Beititel Merchant Meets the Wise Wolf, denn da wird bald der neue Arc anlaufen und zwar am 19. August. Dieser hat man damals bei der ersten Anime-Adaption weggelassen und jetzt wird er halt adaptiert. Also wer halt damals den alten Anime gesehen hat und sich denkt, ja, das ist ja einfach nur More of the Same, der kriegt jetzt halt ein bisschen was Neues vor die Linse. Streamen kann man die Serie natürlich bei Crunchyroll. Dann können sich jetzt auch Synchro-Fans freuen, denn Crunchyroll synchronisiert neue Anime. Da wäre einmal Fairy Tail 100 Years Quest, da ist jetzt die deutsche Synchro gestartet. Jeden Sonntag um 23 Uhr gibt es neue Folgen und man hat auch versucht, möglichst viele Sprecher wieder zurückzubekommen. Wie gesagt, die Serie kann man bei Crunchyroll streamen. Und Action-Abenteuermäßig wird es dann auch in Bye Bye Earth, auch da ist schon die deutsche Synchro angelaufen. Da kann man jetzt schon die ersten 2 Folgen mit deutscher Synchro genießen. Jeden Samstag um 0 Uhr wird es dann neue Episoden auf Deutsch geben. Dann natürlich wieder bei Crunchyroll. Weiter geht's mit dem Anime, welcher pausieren muss. Und zwar Our Last Crusade or The Wise of a New World. Da läuft ja gerade die 2. Staffel oder ich sollte eher sagen lief. Denn aufgrund von Produktionsproblemen und weil man die Qualität oben halten will, strahlt man die Serie nicht weiter aus. Wir wissen nicht mal, wann die 5. Folge rauskommen soll. So schlimm ist es. Ich will ja nicht sagen, ich hab es euch ja gesagt, aber wer die 1. Episode mit dem Trailer für die neue Staffel beginnt, ja ernsthaft, das haben sie gemacht, ich glaube, da braucht man sich dann über nichts mehr wundern. Streamen kann man Staffel 1 und 2 bei Crunchyroll. Und es müssen noch 2 weitere Anime pausieren, und zwar Nier Automata Version 1.1a, davon der 2. Core, hoffentlich nur für eine Woche. Die nächste Folge gibt
gibt es nämlich erst am 23. August. Dafür wird dann eben ein Recap-Special gezeigt. Es gibt jetzt also keine Ausrede mehr, dass da auf dem Sendeplatz was Wichtigeres war. Hoffentlich gibt es keine großen Produktionsprobleme. Streamen kann man die Serie natürlich wieder bei Crunchyroll. Auch die Isekai-Serie Failure Frame legt eine Pause ein. Die nächste Episode gibt es erst am 22. August. Auch hier wird ein Recap-Special gezeigt. Auch hier wieder bei Crunchyroll im Stream. Hammer News haben wir dann für alle Kinofans. So kommt die Serie dann ins Kino. Dabei wird man die ersten drei Episoden dieser Action-Reihe zeigen. Außerdem gibt es 18 Minuten exklusive Szenen. Aber nicht etwa mehr vom Anime, sondern Interviews und sowas. Sicherlich ganz nett, aber mehr auch nicht. Los geht's bei uns im Kino am 10. September. Das Ganze wird jedoch nur mit Untertiteln gezeigt. Im Oktober geht es dann regulär los und zwar nicht nur bei ADN, sondern auch auf Netflix und Crunchyroll. Sportfans sind nun gefragt. Also Leute, die gerne sich Anime über Sport anschauen, keine Sorge. So ist nun der 3D-Film The First Slam Dunk auf Prime streambar. Ja, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ist erst vor kurzem bei uns rausgekommen. Wer sich also noch unsicher ist, ob man ihn sich zulegen sollte oder nicht, schaut dort unbedingt mal rein. Und dann können sich noch alle Action-Sci-Fi-Fans freuen, denn A Certain Scientific Railgun ist jetzt bei Free streambar, die ersten beiden Staffeln. Und dann haben wir auch noch was für Krimi-Fans, denn die Abenteuer des Sherlock Holmes ist jetzt auch bei Free verfügbar. Klassiker-Fans drehen jetzt durch, denn es kommen bald viele alte Anime in Top-Qualität zu uns. Da wäre einmal der Minifilm Whiting Bean, sieht in Blu-ray-Qualität so schön scharf aus und hat sogar eine deutsche Synchro. Aber auch Otaku no Video wird es zu uns schaffen, sogar mit überarbeiteten deutschen Untertiteln. Leider hat der jedoch keine deutsche Vertonung. Diese beiden Werke werden von dem US-Publisher Anime Ego veröffentlicht. Und jetzt tut man sich mit dem deutschen Shop Animes Sugoi zusammen, um diese auch zu uns zu bringen. So spart man sich die Importkosten und kriegt die deutsche Ausgabe. Besser geht es doch nicht, oder? Im Herbst sollen die beiden Anime erscheinen. Für den Winter hat man sogar noch mehr im Petto. Da will man ein paar Cyberpunk-Klassiker zu uns bringen. Schauen wir mal, was das wird. Dann haben wir krasse Light Novel News. Japp, normalerweise rede ich nicht darüber, aber das muss ich jetzt einfach machen. So kommt das Originalwerk von Ari Furuta zu uns auf Deutsch, dank Dokiko. Und zwar mit dem Titel Ari Furuta, der Kampf zurück in meine Welt. Im August 2025 geht es mit der Veröffentlichung los. Das Ganze erscheint jedoch als Doppelbandausgabe mit Farbschnitt und kostet deswegen auch satte 32 Euro. Die Einzelbände gibt es aber zum Glück auch digital für einen Zehner. Streamen kann man den Anime auf Aniverse, da dann auch die dritte Staffel. Diese soll übrigens am 14. Oktober starten, zumindest in Japan. Und nicht nur Isekai-Fans haben was zu feiern, auch die Classroom of the Elite-Liebhaber drehen durch. Denn Tokyopop bringt die Light Novel-Reihe zu uns, also das erste Jahr. Ab März 2025 soll es losgehen. Gönnt es euch auf jeden Fall, weil sonst könnte es bei der ersten Reihe bleiben. Streamen kann man die Anime-Serie bei Crunchyroll. Nun aber auf zu Netflix. Bevor wir jedoch über die Blamage reden, haben wir gute Nachrichten. So fügen sie die überdrehte Farming-Serie Sakuna of Wise and Ruin ihrem Katalog hinzu. Schon jetzt sind die ersten 6 Episoden streambar. Jeden Samstag gibt es dann neue. Bei diesem Anime geht es um eine Erntegöttin, die extrem faul ist. Doch nun muss sie doch mal anpacken und Reis anbauen. Ob sie das schaffen wird und wer sich auskennt, der weiß, die Serie kann man auch schon jetzt bei Crunchyroll streamen. Da sind aktuell auch 6 Folgen erschienen. Action-Comedy-mäßig wird es dann wieder in Sakamoto Days. Dort muss ein ehemaliger Auftragskiller nun seinen ganz normalen Alltag bestreiten. Zumindest träumt er davon. Denn leider muss Sakamoto dann doch immer wieder die Knarre in die Hand nehmen. Netflix hat sich die Serie, welche im Januar 2025 an den Start geht, geschnappt. Kriegt dann natürlich auch einen Simulcast und hoffentlich eine deutsche Synchro. Außerdem gibt es bald auf Netflix mehr Folgen zu Boruto, Naruto Next Generations. Und zwar ab dem 1. September. Wie viele es jedoch werden, wissen wir noch nicht. Außerdem ist nun wieder die Action-Drama-Serie Sword Art Online bei Ihnen streambar. Haben sie ja entfernt, jetzt ist sie aber erneut verfügbar. Nur die Progresse-Filme fehlen leider. Die kann man plus die komplette Serie bei Crunchy streamen. Kommen wir aber nun zu den schlechten Nachrichten. So wird einmal die Action-Serie Trigun entfernt, also der ursprüngliche Anime von 1998. Diesen kann man noch bis zum 31. August auf Netflix streamen, sogar mit deutscher Synchro. Die 3D-Serie gibt es dagegen auf Crunchyroll. Komplett blamiert hat sich aber Netflix mit der nächsten News. So wurden extrem viele Serien und Filme von dem Anbieter geleakt. Betroffen ist nicht nur die heiß erwartete zweite Staffel von Arcane, sondern auch die neue Ranma 1/2-Serie. Davon die ersten 12 Folgen. Alle 8 Episoden von Terminator Zero, den Mononoke-Film und 6 Episoden von Dandadan. Das ist schon krass. Besonders doof halt für die Macher,
Macher, welche die Premiere schon herbeigesehnt haben. Ein enormer Schaden ist dadurch entstanden. Zwei positive Nachrichten gibt es aber. Die Leaks sind in schlechter Qualität und es fehlen die Untertitel, zumindest steht dies in vielen Artikeln. Außerdem ist uns dadurch auch klar, dass viele Anime schon sehr weit mit ihrer Produktion sind. Man muss sich also nicht große Gedanken um mögliche Pausen machen. Aber auch Crunchyroll ist betroffen, so wurde die erste Episode von der dritten Staffel des Isekai-Animes WeZero geleakt. Dies ist wohl bei der Japan Expo 2024 passiert. Auf jeden Fall eine traurige Sache. Um es hier nochmal klipp und klar zu sagen, bitte sucht nicht nach den Leaks. Netflix geht gerade extrem gegen die Leaks vor. Nicht nur ist es illegal, sondern ihr wollt auch nicht von Netflix Post bekommen. Für krasse Anime, die Uncut bei uns auf Disc erscheinen, klicke aufs Video oben rechts. Und warum Disney Plus Anime zerstört, erfährst du im Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Schaust du auf Netflix noch Anime oder ist der Anbieter für dich irrelevant geworden? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-mir-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann.